So, ich glaube, ich komme genau richtig, so wie es aussieht. Steht hier die Räumung bevor, denn man sieht hier ja schon mal relativ, heißt nicht viel, aber doch immerhin Polizei, also da ist was. Das heißt, ich werde dort also jetzt genau richtig ankommen. Moin. Moin, moin. Komme ich ja genau richtig, hä? Ja, wir sind schon ein paar Stunden dran. Ja? Seit 6 Uhr. Doch, schon so früh? Ja. Die waren fast pünktlich. Und ich wollte noch ein Schild mitbringen, dass sie nicht wecken sollen, wenn sie räumen, aber brauchen sie ja wohl nicht. Schilder sind immer gut. Ja. Ja, die Räumung ist im Gange. Ja, ja, ich bin da und alles um mich herum so uniformgeschmierte. Also ich bin ohne weiteres da durchgekommen im Rollstuhl. Der Dem steht auch in der Nähe. Also kein Problem. Ich meine, die werden jetzt nicht unbedingt sie reinlassen zum Parken oder sowas, aber so generell schon. Nein, nein, die stehen schon seit 6 Uhr und haben das umzingelt, aber mehr machen sie zurzeit nicht. Im Moment nicht. Mhm. Naja, warten wir es ab. Also ich bin auf jeden Fall davor mit meinem Rollstuhl und mal gucken. Alles, alles klar. Bis dann, tschö. Schreiber. Bin in Düsseldorf vom Justizministerium, werde gleich geräumt. Ja, ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Das heißt also, eigentlich sind die schon seit 6 Uhr hier. Ich bin jetzt gerade eben erst angekommen, aber außer Belagern des Camps machen sie zurzeit noch nichts. Ja, ich war gestern auch da, aber ja, vielleicht da nicht mehr. Übrigens, dein Bericht mit dem gefälschten Urteil, hast du vielleicht gelesen, habe ich nicht gefunden. Wenn du da was findest, wäre ich für den Link-Hinweis dann nochmal dankbar. Ja, okay. Naja, gut, ich bin auf jeden Fall jetzt, ich muss auch Schluss machen, weil ich vom Handy aus anrufe. Tschö. Na, Polizeihund? Ist das ein getarnter Polizeihund? Auf jeden Fall. Auf die Kirche!
im Behälter. Seid ihr alle da? Ja! So nah an der Front. Herr Schreiber, was, ja, nun, ich meine, ist schön hier, nicht? Was machen Sie dann als Zivilist hier? Ne? Ich war gestern hier, ich war war mir gestern schon sicher, dass Sie nicht räumen würden, das habe ich Ihnen vorausgesagt. Heute ja. Da sind Sie auch mit Ihrem Kamerawagen, der dreht ja auch, sehen Sie ja. Ist doch gut so. Flagge zeigen, ja. Mal gucken, was kommt. Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Nicht? Ja. Das ist, ich sage ja, das ist, ich habe gerade hier, ich weiß nicht von welchem Museum er war, als wir in Berlin jeden Mal für die Feier demonstriert haben, am 1. Mai, vorm Reichstagsgebäude. Menschen über Menschen. Ja? Und was ist hier los? Heute hier? Hat alles ja, ein bisschen was sind sie aber auch selber schuld. Wir haben ja in der letzten Zeit Schuld auch oder Unschuld. Das ist dann nun breit genug getreten worden. Da mache ich mich da selber. Da brauche ich doch keinem irgendwie also die Schuld zuzuweisen. Ich war am Montag in Bochum. Da gibt es ja auch Occupy. Nicht so wie hier, aber noch so ein ab und an Demos. Mhm. Und die haben sich immer getroffen in so einem linken Kulturzentrum, Bahnhof Langendreher. Da bin ich hingefahren, bei so einer Theatergruppe. Mhm. Occupy, was ist das denn? Denk, was ist denn nun los? Dann bin ich zum Wiewirt, noch nie gehört. Ich sage, ja, gucken Sie mal, haben wir denn Internet hier? Ja, ich sitze davor. Da können Sie mal gucken, wo die sich denn dann treffen. Ja, wie schreibt man das denn? Occupier oder wie? Ich sage, nein, habe ich buchstabiert. Dann hat sie herausgestellt, die sind da gar nicht mehr. Aber selbst in so einem linken Kulturzentrum, in so einem angeblich linken Kulturzentrum, war überhaupt kein Begriff. Ich weiß nicht, ob ich mal was von Bankenkrisen, Griechenlandhilfe oder sowas gehört habe. Nein, das ist ja nicht das System Kopf in den Sand stecken, nicht Florians Prinzip. Also ich sag mal so, das muss man erlebt haben als Düsseldorfer hier und wo der Harry Heine mir so am Herzen liegt, ja, da kann ich nur sagen. Und der Luther sowieso hier, ne, ich meine, hier stehe ich und kann nicht anders, ja. Nicht statt? Ey, nicht rumschmeißen, hinreichen. Das ist die Verfassung, die da jetzt am Boden liegt. Ja, wir haben keine Verfassung, doch. Das ist Grundgesetz. Die Verfassung, das ist ein Grundgesetz. Ja. Ja, gut. Mann, wo ich da krieg vom Landgericht. Da was wohl denn da? Ja, klar. Das ist jetzt die Frage, wer den Mut hat, das ganze Ding jetzt abzubrechen, ja? Wo die sich so ins Zeug legen. Und wenn die WZ selber schreibt, nicht hier, der Herr Schleucher schreibt selber, das wird wohl ein Eigentor hier, wenn jetzt richtig Reklame gemacht wird, wenn es richtig Krach gibt, wie auch ein anderer Reporter geschrieben hat, ja, dann ist das genau das, was wir in Düsseldorf gebrauchen können, nicht so eine Reklame hier. Ne? Von wegen tolerant. Ich lese mal einfach vor. René Schleucher, der ist hier auch der Verfasser von diesem schönen Artikel, den ich heute Morgen auf dem Frühstückstisch habe. Von Occupy war in Düsseldorf bis vor kurzem nicht viel übrig. Kaum mehr als 10 Aktivisten harten im Camp aus. Jetzt in Erwartung des Finales haben sich einige Demonstranten sogar freigenommen, um dabei zu sein. Zu erwarten steht, dass die Räumung ein unschönes Ereignis wird mit bundesweiter Beachtung. Dazu Schlagzeilen, die Düsseldorf nicht braucht. Dass die Stadt Heines, die mit Toleranz wirkt, den Protest nicht länger aushalten will, ist ein Widerspruch. Offenbar hat es auch keinen Versuch gegeben, eine andere Lösung zu finden. Es riecht nach Eigentor. René Schleucher. Der Mann spricht mir aus dem Herzen. Ja, das ist so ein Scheiß, der hier verzapft wird. Das kann sich kein Privatmann leisten. Ja. Und die Typen, die angezettelt haben, die sind nicht hier. Ich sehe keinen von denen. Ja. Wieder den Elbers, den kann man ja nicht übersehen, der hier mal kommt, nicht, und mal ein paar Kaffee ausgibt oder irgend sowas. Ne? Seine Geschichte. Ja, ich habe schon gesagt, dass das nicht unter Presse spreche. Der hat auch eine Geschichte, der Mann. Und? Wer hat Mut jetzt, ne? Was mich ja ärgert ist, wie das jetzt hier aussieht. Das war ja eigentlich so schön gemacht hier für ein Camp. Weil manche Leute gesagt haben, Mülllagerromantik, das stimmte ja nicht. Ja. Aber jetzt sieht es natürlich so aus. Herr Schreiber, da hätten Sie gestern Morgen hier sein müssen. Das war der einzige Ja, ich war ja hier. Ja, und war ja hier. Und ich habe dann
mitgeräumt hier, haben wir das Papier wieder zusammengesammelt. Ja, denn das ist natürlich hier als Nachbar von der Kirche, ja, so eine Sauerei zu machen. Da hat auch waren ja auch noch so Farbdinger geflogen. Ja, ich weiß gar nicht, wer die geschmissen hat. Das war auch unnötig. Also das ist alles abseits dessen, nicht? Meine, die Gewalt fängt ja irgendwo an. Ja. Das heißt also, da muss man dann einfach sagen, hinstellen, Mund aufmachen, okay, sich anmalen oder Plakate tragen, ist alles. Weil ich ja nicht verstehe, warum die hier so lange im Prinzip warten, weil die wissen doch, dass es eigentlich nur mehr werden können und nicht weniger. Ja, ich weiß nicht, wo die noch verhandeln. Jetzt kommt der Lautsprecherwagen, ja. Bitte räumen Sie freiwillig und das ist klar, das wird nicht gemacht. Na, mal gucken. Bei Lidl oder Domino. Nee, da läuft kein Ding. Und das ist nur ein Gitterwagen. Lautsprecherwagen, bitte jetzt mal auf. Wahrscheinlich das Problem, was jetzt ein persönliches Wort ist. Der iPhone. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung auf dem Martin-Luther-Platz. Die auf dem Martin-Luther-Platz befindlichen Zelte sind nicht versammlungsimmanent und stellen eine ungenehmigte Sondernutzung dar. Durch Allgemeinverfügung vom 9.07.2012 hat die Stadtverwaltung Düsseldorf unter anderem angeordnet, die Zelte bis zum Ablauf des 31.07.2012 zu entfernen. Andernfalls würden die Zelte im Wege der Ersatzvornahme entfernt werden. Da der Allgemeinverfügung bislang nicht Folge geleistet wurde, beabsichtigt die Stadtverwaltung Düsseldorf
nunmehr die Ordnungsverfügung heute zu vollziehen. Um einen ungestörten Vollzug der Verfügung zu gewährleisten, bittet die Polizei Sie, Ihre Versammlung auf der gepflasterten Fläche nordwestlich der Wiese vor dem Justizministerium fortzusetzen. Die an den Zelten befestigten Transparente sowie Ihren Informationspavillon dürfen Sie an den neuen Versammlungsort mitnehmen. Wenn Sie jetzt Ihre Versammlung an diesen neuen Versammlungsort verlagern, wird die Polizei keinerlei Personalienfeststellung durchführen. Was, die sollen jetzt darüber ziehen? Nordwesten, wo ist denn Nordwesten? Da irgendwo. Also da wäre es ja noch besser, dann wäre mir sogar noch lieber. Hat jemand einen Kompass dabei, wo ist denn Nordwesten? Ja, aber er hat ja vom Justizministerium gesprochen, das kann ja eigentlich nur hier sein, wo soll es denn sonst sein? Die Polizei wiederholt noch einmal die Durchsage an die Versammlungsteilnehmer hier auf dem Martin-Luther-Platz. Sie wurden am 9.7.2012 durch eine Allgemeinverfügung der Stadt Düsseldorf aufgefordert, ihre Zelte bis zum 31.7. zu entfernen. Da diese Allgemeinverfügung nicht Folge geleistet wurde, wird die Stadtverwaltung Düsseldorf die Zelte nun entfernen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Versammlung dennoch fortzusetzen. Hierzu steht Ihnen die gepflasterte Fläche nordwestlich der Wiese vor dem Justizministerium zur Verfügung. Ihre Plakate und Transparente sowie Ihr Informationspavillon dürfen Sie dorthin mitnehmen. Wenn Sie Ihr Zeltlager jetzt verlassen und Ihre Versammlung an dem vorgeschlagenen Ort verlagern, wird die Polizei keine Personalienfeststellung vornehmen. Ende der Durchsage. Das ist nicht das, was wir zusammen gerade ausgemacht haben, ne? Das ist ziemlich traurig. Die Angabe über den Verzicht zur Aufnahme von Personalien. Das war nicht abgesprochen. Ende der Durchsage! Wo ist die Kooperation? Wir überlegen uns neue Spielregeln! Verlagert dauert ja drei Tage. Bürgermeister von sich gibt, dass das ein Schandfleck ist, ja. Also dann hätte man mal jetzt fragen müssen, was er denn vorschlägt, nicht? Wie man das grün anstreicht oder wie man das Ganze so freundlich gestaltet als Mahnmal hier, nicht? Wie wir ja unseren Mendelssohn ja hier vor der Oper hinkriegen mit einem schönen Denkmal, ne? Die Leute haben sich vor allen Dingen auch was anders. Wahrscheinlich ist er mehr an solchen Verbrechern interessiert mit einer schönen Fassade. Ja, ja. Da kann man ja unter uns dann die Geschäfte mitmachen, wo andere nichts von merken. Ja? Genau. Aber das ist hier zu öffentlich. Ne? Das ist offensichtlich, dass da Reklamationen stattfinden, nicht, die nicht gewünscht sind. Und dann ist es ein Schandfleck. Ne? Naja, 15 Minuten. Und mal gucken, was dann passiert. Es gibt noch zwei Ultimaten, die dürfen nicht sofort nach der ersten. Müssen dreimal sowas. Drei Mahnungen, ne? Drei Abmahnungen gibt es. Ja. Deswegen will ich mein Ding auch nochmal. Erfolgt nochmal eine Durchsage an die Versammlungsteilnehmer hier auf dem Martin-Luther-Platz. Die Polizei teilt Ihnen die eben getätigten Durchsagen jetzt noch einmal als eine beschränkende Verfügung mit. Ihnen wird aufgegeben, Ihre Versammlung ist ja der Trick, auf damit können Sie mich wegkriegen, wenn die Batterie nicht mehr geht. Der Wiese vor dem Justizministerium zu verlegen. Weil da kann man das hochziehen und entriegeln hochziehen, dann kann man den Luther-Platz. Aber das wissen Sie ja nicht. Findet neben Ihrer Versammlung
noch eine ungenehmigte Sondernutzung in der Form eines Zeltlagers statt. Du hast sie gezogen? Ja, musst du wieder runter. Oder? Aufgrund einer vollziehbaren Ordnungsverfügung wird die Stadtverwaltung Düsseldorf das Zeltlager. Ja, das ist der zweite, du musst ja den einziehen und dann noch hier den Hebel auch noch bewegen. Ach so, okay. Der ist ja nur eine Sicherung. Im Internet wurde angekündigt, dass der Räumung Widerstand entgegengesetzt wird. Aufgrund der dortigen Verlautbarung, Statements in den Medien sowie der polizeilichen Erfahrung aus den letzten Tagen ist in diesem Zusammenhang aus ihrer Versammlung heraus mit der Begehung von Straftaten, namentlich der Körperverletzung, des Widerstands gegen Verstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung zu rechnen. Die Begehung dieser Straftaten würde eine Störung der öffentlichen Sicherheit darstellen. Die Anordnung, den anderen Versammlungsort aufzusuchen, ist auch verhältnismäßig. Sie ist geeignet, um die Störung der öffentlichen Sicherheit zu verhindern. Ich auch noch ein bisschen Kraft machen hier. Warum ist mein Mittel ersichtlich? Zudem werden Sie im Hinblick auf den erstrebten Zweck nicht übermäßig belastet, denn zum einen ist kein besonderer Bezug Ihrer Versammlung zum Martin-Luther-Platz ersichtlich und zum anderen können Sie Ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit an einem nahegelegenen Ort weiterhin ausüben. Jetzt wollte die Polizei gerade den göttlichen Segen erteilen, da ist ihm ein Mikrofon aus der Hand gefallen oder was? Die Polizei erteilt und dann war nichts mehr? Oh. Nee, das muss man miterlebt haben, sonst glaubt man sowas nicht. Ja? So, ist nicht zu fassen. Ich will aufmachen! Was ist hier? Hier sind die Tisch! Was heißt hier? Wenn die einmal reinkommen, dann sind sie drin. Das ist super. Stellt es jetzt unter Beweis! Die Polizei wendet sich noch einmal an die Versammlungsteilnehmer auf dem Martin-Luther-Platz. Ich fasse noch einmal meine Durchsage von vorhin zusammen. Die Polizei erteilt ihrer Versammlung folgende beschränkte Verfügung. Verlegen Sie Ihre Versammlung auf die gepflasterte Fläche nordwestlich der Wiese vor dem Justizministerium. Ihre Transparente und das Infozelt können Sie dorthin mitnehmen und dort weiter Ihren Unmut kundtun. Das Zeltlager hier auf dem Martin-Luther-Platz stellt eine ungenehmigte Sondernutzung dar und wird deshalb entfernt. Aus diesem Grund steht Ihnen hier dieser Versammlungsort nicht mehr länger zur Verfügung. Die Polizei bittet Sie daher nochmals, das Zeltlager hier zu verlassen und Ihre Versammlung auf der gepflasterten Fläche nordwestlich der Wiese vor dem Justizministerium zu verlegen. Die Polizei wird Sie dorthin begleiten. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit,
das Zeltlager zu verlassen und ihre Versammlung nicht weiter fortzusetzen. Wenn sie hier dieses Zeltlager verlassen, wird die Polizei von niemandem die Personalien feststellen. Schon bisher ja nicht. Doch, ja. Ist ja jetzt das Angebot, dass es jetzt straffrei bleibt, ist ja jetzt aufgehoben. Also erstens haben sie ja hier noch kein Platzverbot erteilt. Zweitens scheint es sich ja bisher nur auf das Zelt. Die wollen ja anscheinend nur den Zeltplatz räumen. Das hier ja anscheinend gar nicht. Immer abwarten. Ja, das gehört auch mit zu der Örtlichkeit hier, oder? Das Dumme ist, ich zahle ja keine Knöllchen, keine Ordnungswidrigkeiten. Die müssen mich ja regelmäßig verhaften und da haben sie ja keinen Bock mehr drauf. Ah, okay. Nach ungefähr 20 Mal Haft haben sie irgendwann ein bisschen die Lust verloren. Allerdings ist das hier wieder ein anderes Gericht. Die versuchen das wieder von vorne und irgendwann, das dauert immer eine Weile. Aber so nach 3-4 Verhaftungen, wenn sie mitgekriegt haben, dass ich es nur auslache, dann kommt plötzlich nichts mehr. Also hier kommt es dann jetzt zu einer Personalienfeststellung, ne? Und der zwangsweisen Entfernung. Habt ihr nicht irgendwelche Nazis zu beschützen oder so? Ja, die NSU ist jetzt weg, da können sie keinen mehr beschützen. Wird Ihre Versammlung hiermit aufgelöst. Durch die Auflösung verliert Ihre Versammlung den Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit und wird zu einer bloßen Ansammlung. Zudem sind Sie verpflichtet, sich sofort vom Versammlungsort zu entfernen. Die Entfernungspflicht kann auch mit Mitteln des allgemeinen Polizeirechts durchgesetzt werden. Dies war die zweite Auflösungsverfügung. Es ist jetzt 8.58 Uhr. Wir brauchen noch einen Wetterbericht. Die Uhrzeit haben wir jetzt. Hallo? Es ist jetzt 8.58 Uhr. Wir sind immer noch normale Menschen. Wir sind wie du und ich. Wir wollen essen, ein Dach über den Kopf haben und sicher und geborgen fühlen, gesund sein, uns bilden können, eine Aufgabe haben, Zeit mit unseren Familien und Freunden verbringen und nicht einsam sein. Einige von uns bezeichnen sich als fortschrittlich,
übrigens Armin. Ja. Uns eins, dass wir alle besorgt und zornig sind aufgrund der herrschenden Verhältnisse. Uns ein unser Mitgefühl mit den Opfern dieses Systems, den Notleidenden in aller Welt, besonders mit den Kindern, die in Armut und Misere groß werden müssen. Wir betrachten uns als Teil einer globalen Bewegung, denn globalisierte Probleme erfordern globale Lösungen. Zeitgleich mit uns versammeln sich immer wieder aus der ganzen Welt Menschen, um gemeinsam zu protestieren und um nach Lösungen zu suchen. Wenn wir uns alle zusammentun, können wir etwas bewegen. Es wird Zeit, dass wir alle gemeinsam und miteinander eine lebenswertere Gesellschaft gestalten. Wir kommen zusammen, um zu zeigen, dass wir uns durch die Politik, durch die repräsentative Demokratie nicht mehr vertreten fühlen. Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass wirtschaftliche Interessen über das Wohlergehen von uns Menschen gestellt wird. Das bezieht sich nicht nur auf uns Menschen in Deutschland, sondern wir wollen, dass die Rechte der Menschen auf der ganzen Welt gleichermaßen geachtet werden. Wir wehren uns gegen die Herrschaft der EU-Kommission, EZB und IWF, die als größter Fan ab jeglicher demokratischer Legitimation die Politik beispielsweise in Griechenland und jetzt auch in Spanien und von mir aus noch Italien und vielen anderen Ländern regieren. Wir solidarisieren uns mit den Protesten und dem Widerstand gegen deutsche Unterdrückung und Herrschaft, egal ob es durch supranationale Institutionen oder nationale Regime ausgeübt wird. Wir sind der Meinung, dass neben Herrschaft vor allem die Logik des kapitalistischen Wirtschafts Ungerechtigkeiten hervorruft und deshalb überwunden werden muss. Wir sind der Überzeugung, dass es genug für alle gibt und es vor allem gilt, Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen. Wir werden es nicht länger hinnehmen, dass alle Lebensbereiche zu Märkten umfunktioniert werden. Wir sind keine Waren, kein Humankapital und keine Maschinen. Wir sind freie Menschen, die mit ihrer Gesundheit, ihrer Bildung und ihrer Kultur keinen Handelspreis wollen. Wir werden uns das Recht auf friedlichen Protest nicht nehmen lassen, selbst wenn wir gegen Gesetze und Verordnungen der Ordnungsmacht verstoßen müssen, obwohl wir noch nicht genau wissen, wie wir uns organisieren wollen. In diesem Sinne werden wir weiter daran arbeiten, Werte wie echte Demokratie, Menschenrechte, globale Gerechtigkeit und Naturschutz ebenso wie Frieden und Freiheit und nicht zuletzt Solidarität mit Inhalten zu füllen und zu Zielen unseres Engagements zu machen. Wir werden also weiterhin Fragen voranschreiten, weil für uns feststeht, eine andere Welt ist nötig und möglich. Unser Anliegen ist es, die Menschen in unserer Umgebung zu motivieren, den Wandel hin zu demokratischen Zuständen, die den eigentlichen Werten der Menschheit gerecht werden, achtungsvoll zu gestalten. Deshalb demonstrieren wir immer wieder, weltweit, geh auf die Straße, wünsch dein Recht. Martin-Luther-Platz. Da Sie der beschränkenden Verfügung nicht Folge geleistet haben und eine anderweitige Gefahr der von Ihrer Versammlung ausgehenden meine Durchsage. Es erfolgt nochmal eine Durchsage der Polizei an die Personengruppe auf dem Martin-Luther-Platz. Da Sie der beschränkten Verfügung nicht Folge geleistet haben und eine anderweitige Abwehr der von Ihrer Versammlung ausgehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht möglich ist, wird Ihre Versammlung hiermit aufgelöst. Durch die
die Auflösung verliert ihre Versammlung den Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit und wird zu einer bloßen Ansammlung. Zudem sind sie verpflichtet, sich sofort vom Versammlungsort zu entfernen. Die Entfernungspflicht kann mit Mitteln des allgemeinen Polizeirechts durchgesetzt werden. Dies war die dritte Auflösungsverfügung. Es ist jetzt 9.05 Uhr. Nächste Grüne fährt auch los. Ja. Schämt euch! Schämt euch! Erklär deine Lügen! Welche Gefahr geht von uns aus? Erklär deine Lügen! Ihr habt Angst! Ihr habt Angst! Deshalb diese Aktion! Deshalb diese Aktion! Ihr solltet euch schämen, mit Bagger und Panzer herzukommen. Schämt euch! Ihr solltet euch schämen! Das sind Zeche! Ein Atomschlag! Stumpf und schämt euch! Was macht Nina hier, die Eiche? Ich hoffe, die noch Luft kriegen. Da sind auch einige Kettenkappen. Sollte man jetzt? Hallo? Ich hätte mal kurz ein paar Worte an die lieben Bürger, die hinter der Polizei stehen. Ich möchte mal, dass sich vielleicht einige von zu Wort melden und vielleicht mal sagen, ob sie uns als Gefahr sind oder nicht. Das wäre mal schön, vom allgemeinen Bürgertum zu hören, ob sie uns als Gefahr erkennen oder nicht. Kein Handy, eine Kamera. Ach so, ich denke schon, boah. Nee, Kamera. Aber ich nutze das 3D nicht, ich will normale und... Schämt euch für das, was ihr tun wollt! Ihr macht nicht nur uns kaputt, sondern auch euch und eure Zukunft! Schämt euch! Bastarde da oben! Denkt mal nach! Nachdenken und wach werden!
Verbrecherbande. Politiker sind Mafiosi. Polizei, ich werde hier beworfen. Polizei, ich sehe keine. Nur Hampelmänner. Unsere Polizei, gegen das Waffen mit einer freien Meinung und einer in meine Waffen, die wir haben. Und wir wollen die Terroristen. 80 Millionen Terroristen in Deutschland. Dafür die ganzen Kameras. Dafür dieses faschistische Auto. Durchsage an die Teilnehmer der Versammlung auf dem Martin-Luther-Platz. Sie haben jetzt die dritte Auflösungsverfügung bekommen. Die Polizei wird gleich beginnen, das Camp zu räumen. In Verhandlungen mit Versammlungsteilnehmern habe ich zugesichert, dass wenn Sie Ihren Protest durch passives Sitzenbleiben auf dem Gelände fortsetzen wollen, dass wir Sie wegtragen. Das Wegtragen geschieht in einer Form, dass wir sie aufheben und gegebenenfalls in einer so Wiegestellung hierher tragen. Ich habe Ihnen ebenfalls zugesagt, sicher, dass wir sie hierher tragen, ohne dass wir die Personalien feststellen. Bedingung für diese Zusage war, dass Sie sich an unsere Abmachung halten. Das heißt, leisten Sie keinen Widerstand. Das Schlagen, Treten oder sonstige aktive Handlungen gegen Polizeibeamte kann nicht toleriert werden. In diesen Fällen werden wir konsequent Strafanzeige erstatten und selbstverständlich auch Ihre Personalien feststellen. Wir werden jeden Fall differenziert betrachten. Das heißt, entscheiden Sie sich selbst. Setzen Sie auf den Boden, geben Sie Ihren Protest. Ich kann mich nicht auf den Boden setzen. Aber leisten Sie bitte keinen Widerstand. Ich kann mich nicht auf den Boden setzen. Soweit Sie das Camp nicht öffnen, werden wir das Camp durch Polizeikräfte öffnen lassen. Das heißt, wir werden die Barrikaden, den Zaun dergleichen an einer geeigneten Stelle öffnen, um in das Camp einzudringen. Insbesondere beim Vorgehen der Kräfte, beim Öffnen des Zaunes, beziehungsweise wenn wir auf Sie zukommen, bitten wir Sie, sich nicht den Polizeibeamten in aggressiver Form entgegenzustellen. Unterlassen Sie insbesondere jegliches Werfen von Gegenständen. Danke für Ihr Verständnis. Danke für dein Verständnis. Seid kritisch, stellt Fragen und steht zu eurer Meinung. Soweit Sie Ihren Widerstand
fortsetzen wollen, bitte ich Sie, sich im Camp Platz zu nehmen. Soweit Sie durch aktives Platz nehmen, sich weg und wegtragen lassen, Ihren Protest tun, sehen wir das nicht als Widerstand. Beim Vorgehen der Polizeikräfte bitte ich darauf zu achten, dass Sie sich nicht den Kräften entgegenstellen. Jegliches aggressives Handeln, jegliches Angreifen von Polizeikräften wird als Widerstand gewertet und wird zur Anzeige gebracht. Ich bitte Sie einfach nochmals, diesem Aufruf Folge zu leisten, das Camp freiwillig zu verlassen oder sich in der Mitte des Camps entsprechend zu verhalten. Die eingesetzten Polizeikräfte werden differenziert vorgehen. Sie werden sehr wohl unterscheiden, wie sich jede einzelne Person verhält. Deshalb nochmal ein Appell an Sie, als Friedensbewegung seien Sie entsprechend vernünftig und leisten Sie den Anweisungen der Polizeibeamten Folge. Danke für Ihr Verständnis. Vor 30 Jahren mal gesagt, dass ich bei sowas dabei bin, gedacht, du spinnst. Aber die Entwicklung in den letzten Jahren ist einfach so widerlich, dass... Oh, da haben sie schon die Dinger in der Hand, hast du gesehen? Die Zangen? Ja, hab ich gesehen, ja. Da hat auch einer eine Axt dabei, um das Problem zu lösen. Ja. Vor allen Dingen das Problem derer, die davor sitzen. Was mich ja wundert, ist, dass sie so bescheuert waren und die Leute noch hier durchgelassen haben. Ja, die hätten ja, als ich gekommen bin, da standen die ja schon lange hier, hätten ja schon längst hier dicht machen können und dann... noch nicht den Auftrag, da war das noch Sache der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung hat irgendwann gesagt, so, es ist kein... Es kriegt noch ein Wasser Eis von euch! Ich krieg ein Wassereis von euch! Ja, dann ist der Spekulierer, der... Ihr habt's mir am ersten Mal weggenommen! Sag mal, der guckt jetzt, wie er da eingreifen kann. Wie einzureifen. So, jetzt kommen sie. Da kommt ja noch eine Truppe, mein Gott! Und da auch noch aus der Querstraße. Da kommt der Anmarschier dran. Glaube ich, jetzt kommt auch schon Krankenwagen, den bereitstellen müssen wir eigentlich auch hier haben. Wir können doch nicht ohne Krankenwagen hier sowas durchziehen. Wir haben einige, also Polizisten mit Sanitäterabzeichen gesehen. Ja? Machen das auch geschickt, die jetzt das Theater machen, die haben alles andere vorher nicht mitgekriegt. Das heißt, hätte es jetzt ein paar von den da Leuten jetzt umgestimmt, dann sind quasi die nächsten Truppen da. Aber wenn jetzt hier welche sind, die haben ja recht oder sowas,
die, die haben ja die ganze Zeit nichts mitgekriegt. Die machen jetzt hier. Ja! Vielleicht lassen die mich auch einfach hier stur stehen und machen alles um mich herum. Doch nicht, die wollen hier in Ruhe arbeiten. Und werden sich aus dem Gefahrenbereich rausnehmen. Stimmt. Ja, da gibt es wenigstens für die Fotografen schöne Bilder. Heute noch was vor, ne? Ja, ja, arbeiten muss auch noch. Hey, die haben von hinten. Ja, hinten rum und von der Seite. Helfer! Das ist wohl Verarschung! Von hier vorne fahren die dann hier mit den Räumen. Der blinkt schon noch. Was soll ich denn machen? Die schieben mich auch so weg. Versuch mal zu schieben. Aber werden sie schon tragen müssen. Oh, jetzt geht's aber rund. Eine Durchsage der Polizei. Wir beginnen jetzt mit den Abbrucharbeiten für die Umzäunung. Bitte begeben Sie sich von der Umzäunung weg. Wenn Sie das nicht tun und sich aggressiv den Kollegen entgegenstellen, müssen Sie damit rechnen, dass wir Sie wegen Widerstand auch entsprechend mitnehmen und in Gewahrsam nehmen. Wenn Sie, ich wiederhole, wenn Sie wie versprochen oder verabredet Ihren Protest in passiver Form weiter durchführen wollen, setzen Sie sich auf das Gelände und wir werden Sie wegtragen. Stellen Sie sich den Einsatzkräften entgegen, werden wir das als Widerstand werten. Insbesondere das aktive Einschlagen, Treten oder Spucken, Kratzen auf Kollegen ist ein Widerstand im Sinne unseres Strafgesetzbuches. Ich fordere Sie auf, den Anweisungen der eingesetzten Kräfte Folge zu leisten. Bitte folgen Sie den Anweisungen. Das heißt, wenn Sie aufgefordert werden, mitzugehen, leisten Sie dieser Aufforderung keinen Widerstand. Danke für Ihr Verständnis. Nur meine Gruppe. Nochmal die Aufforderung der Polizei. Ihre Leute sind in mir in Verhandlung getreten und haben gefragt, wo der Grad der Toleranz für die Polizei ist. Wir haben klare Absprachen getroffen, an die wir uns auch halten werden. Meine Bitte ist, halten auch Sie sich an die Absprachen. Wenn Sie aufgefordert werden, mitzugehen, leisten Sie den Anforderungen der Polizei Folge und leisten Sie keinen Widerstand. Wir werden im Einzelfall noch differenziert Maßnahmen treffen und gegen Sie vorgehen. Ich weise jedoch darauf hin, dass wenn Sie sich den Beamten entgegenstellen und wenn es zu aggressivem Handeln kommt, die Polizeibeamten körperlichen Zwang oder unmittelbaren Zwang in Form von körperlicher Gewalt, Einsatz von Pfefferspray oder gegebenenfalls auch
des Einsatzes Mehrwerkstocks einsetze. Wir wollen das alle vermeiden. Bitte folgen Sie den Anweisungen. Die können sowieso nicht zerstören. Was soll er denn? Die können das Kampf zerstören, aber die Idee können sie sowieso nicht zerstören. Die machen die armen Socken, machen die Drecksarbeit und die, die es verzappt haben, ja, die sitzen und trinken Kaffee irgendwo. Ja. So läuft das. Eine Durchsage der Polizei. Wir haben aus Ihren Reihen einen epileptischen Anfall. Das heißt, die Einsatzkräfte sind bemüht, dieser Person Hilfe zu leisten. Bitte leisten Sie den Anweisungen der Polizeibeamten Folge und stören Sie nicht auch noch solche Maßnahmen, die der Gesundheit Ihrer Teilnehmer dienen. Wer hat einen epileptischen Anfall? Von uns. Ich wiederhole meine Durchsage. Aus Ihren Reihen ist ein Teilnehmer zusammengebrochen, möglicherweise aufgrund eines epileptischen Anfalls. Bitte leisten Sie den Anweisungen der Polizei Folge, damit wir dieser Person Hilfe leisten können. Ich sehe ja bisher noch nicht mal einen Rettungswagen. Ein Rettungswagen ist unterwegs. Der Rettungswagen ist jetzt erst unterwegs, der müsste eigentlich von Anfang an dabei sein. Eigentlich traurig. Nicht mal das kriegen Sie auf die Reihe. Mit der Guy Force-Maske und dem Hund vor dem Zaun. In Ihrem Fall bitte ich Sie, sich mit dem Hund Polizeikräften zu nähern und die Versammlung freiwillig zu verlassen. Wenn der Hund in irgendeiner Weise auf die Kräfte zugeht, sind diese gehalten, sich zur Wehr zu setzen. Es ist dem Tier gegenüber nicht zu verantworten, sich so zu verhalten. Bitte leisten Sie der Anweisung Folge. Wo ist der mit dem Hund? Hinter mir? Ja. Da ist er jetzt. Und der war doch drinnen, ne? Hm? Der war, glaube ich, sogar drinnen. Okay. Nee, der war gar nicht drin. Ja, meine ich ja. Der war nicht drin. Der war nicht drin? Nee, nee, er wollte rein. Ja. Unsere Einsatzkräfte sind mittlerweile auf dem Camp. Ihnen gegenüber steht eine weitere Barrikade, wo man nicht rüberschauen kann. Bisher ist das Verhalten Ihrer Teilnehmer nicht so, wie es also kooperiert wurde. Aus diesem Grunde werden die Einsatzkräfte Helme aufsetzen. Das ändert nichts an unserer Strategie und unserer Vereinbarung. Ich bitte Sie nochmals, leisten Sie den Beamten keinen Widerstand.
und verhalten Sie sich wie abgesprochen. Danke für Ihr Verständnis. Endlich mal eine Doku-Soap, die nicht gestellt ist. Ne? Das ist mal live. Ja, endlich mal eine Doku-Soap, die nicht gestellt ist. Richtig. Und das kannst du mir glauben, mit der Stadt Düsseldorf überhaupt nicht gut. Nein, tut's auch nicht. 300 Polizeibeamte gegen 50 Proteste, das muss man sich mal vorstellen. Die Stadt hat Geld zu viel. Das ist total krank. Der Elbers muss sich wirklich vor Angst in die Hose scheißen. Das ist einfach so. Inzwischen sind auch Rettungskräfte da, um die zusammengebrochene Portion zu versorgen. Eigentlich hätte sowas ja von Beginn an dabei sein müssen und nicht erst nachträglich angefordert werden. Offensichtlich auch noch absolute Dilettanten am Werk. Die Zeit, die verstrichen ist, sind mindestens 5 Minuten, 6, 7 Minuten wahrscheinlich gewesen. Wenn ich schon gesehen habe und gehört habe, wie lange der hier rumgefahren ist, der musste hier einmal wahrscheinlich ganz um die Ding rum. Ja, aber irgendwie können sie mich auf Dauer nicht übersehen hier. Also spätestens, wenn sie da drin sind, werde ich ein bisschen im Weg sein, glaube ich. Durchsage der Polizei. Die Einsatzkräfte gehen in ihrem Camp weiter vor. Ich bitte Sie deshalb nochmals Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Die Einsatzkräfte sind angewiesen, Sie auf eine Sammelstelle am Martin-Luther-Platz zu bringen. Bitte leisten Sie den Anweisungen der Kräfte Folge und gehen Sie mit. Danke nochmals für dieses kooperative Verhalten. Ah, noch ein Rollstuhlfahrer. Das ist ja ein Nest hier. Aber der fährt wenigstens noch.
Man muss dann einfach sportlich sehen. Na? Nee, noch kein Rollstuhlkommando. Könnte für mich mal lächeln, sieht besser aus. Danke, so ist schon gut. Wir müssen jetzt auch hier nicht kommen. Oder wir das Ganze jetzt auflösen wollen. Kommen Sie freiwillig mit, stehen Sie einfach auf. Wollen Sie wir haben uns Platzverweis erhalten. Für diesen Bereich hier. Würden Sie mit da vorne hinnehmen, stehen Sie freiwillig auf oder sollen wir Sie tragen? Also das verstehe ich jetzt mal als Antwort, dass Sie nicht freiwillig aufstehen wollen, ja? Können Sie das dann nochmal erklären? Die ganzen anderen Kollegen von Ihnen, die sitzen ja schon da hinten. Und dann geht in diesen Bereich, der soll frei gemacht werden. Sie können gerne da hinten weiter sitzen. Das ist ein Platzverweis. Der gilt für diesen Bereich. Was Sie dann da hinten machen, ist uns erstmal egal. Ich spreche mal die Dame in der Camouflage-Hose an, das sieht mir auch nach. Okay. Alles klar, dann werden wir jetzt da hinten hintragen, ja? Wenn Sie ein Stück zurück sind, wenn der fahren täte? Tut er nicht. Der blinkt hier nur. Eine Durchsage an unsere Freiheitsstatue auf dem Gelände. Auch Sie werden aufgefordert, die Kugel zu verlassen. Versuchen Sie das, weiß er nicht. Der hat Sie setzen sich selbst unnütz einer Gefahr aus. Ich fordere Sie auf, diese Kugel zu verlassen. Geht das so? Ja, dann machen Sie mal die Arme auf den Rücken, bitte. Nehmen Sie bitte die Arme zurück, ja? Hier ist es einfacher für Sie und auch für uns, ja? Sie hat nicht mehr. Winke, winke! Warum fährt der nicht mehr? Ich weiß auch nicht. Der blinkt hier nur noch doof rum. So, dann geht wieder. Das wäre jetzt gleich gewesen. Ja, liegen wir auf 10. Eine Durchsage an unsere Vertreter der Presse. Bitte leisten Sie dafür Sorge, dass die Durchgänge frei bleiben.
Thank you.